wollen wir mal starten. Mit den 10 Arten von Nachbarn. Und ja, wir starten mit einem Typen. Ich nenne ihn den Spion, wenn er am Fenster ist. Hm, ihr wisst, was ich meine. Schaut selbst! Wir haben 2 Uhr. Das heißt, es wird mal wieder Zeit für meine Arbeit am Fenster. Mal gucken, was so auf der Straße los ist. Das ist ein schönes Wetter. Sie da, da dürfen Sie nicht parken. Nein, 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 das ist absolutes Halteverbot. Ist mir egal, ob Sie umziehen. Hier im Haus herrschen ganz andere Regeln. Ich rufe gleich die Polizei. Hm? Hallo, 30er-Zone. Sind ein bisschen zu schnell, das wissen Sie, oder? Hier darf nicht gespielt werden. Nein, 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 nein. Das ist mir egal. Ich stehe um 2 Uhr hier immer am Fenster. Bis 16 Uhr geht meine Schicht. Hier ist das reinste Chaos bei uns in der Straße. Beim nächsten Nachbarn handelt es sich um einen sehr aggressiven. Warum auch immer. Manche Menschen sind einfach schlecht drauf. Guten Morgen. Alles gut bei Ihnen? Oh, immer dieses Guten Morgen. Ich hatte keinen Guten Morgen. Ich hatte noch keinen Kaffee. Und Sie stehen hier ständig jeden Morgen am Flur und nerven mich mit Ihrem Guten Morgen. Nur weil Sie einen Guten Morgen hatten, muss ich keinen Guten Morgen haben. Tschüss. Oh, ich verstehe nicht, warum die immer so aggressiv ist, ey. Voll verbittert, die Frau. Warum muss ich das immer machen? Ich hoffe, die ist heute nicht so schlecht gelaunt. Guten Morgen. Ich wollte Sie nur darüber informieren, dass wir heute Abend die Party hier im Haus machen. Und wir wollten Sie gerne dazu einladen. Also Sie können gerne kommen zum Abendessen. Party? Sehe ich aus, als hätte ich Bock auf eine Party mit euch, Jungschen Hühner? Nein, da habe ich keine Lust drauf, okay? Nur weil wir Nachbarn sind, heißt es nicht, dass wir befreundet sind. Ich will euch hier nie wieder sehen. Das ist meine Tür. Tschüss. Naja, wie soll ich sagen? Manche Menschen haben ein Problem mit der Lautstärke. Sie können sie nicht so gut einschätzen. Oh, was ist denn das schon wieder für eine Lautstärke? Wo kommt denn das her? Oh, ich hab's gewusst. Hallo! Hallo, können Sie mal bitte ruhig sein? Es ist schon nach 22 Uhr. Hallo! Aufmachen! Hallo! Ja, hallo? Hallo, es ist sehr laut! Ich verstehe Sie nicht! Ich höre nicht, es ist sehr laut! Ich will schlafen! Ja! Aber ich verstehe Sie nicht bei der lauten Musik. Es tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Das ist mein Haus und da mache ich, was ich will. Das ist mir egal. Nachbarn sind manchmal wie Freunde, wie beste Freunde oder auch wie Mitbewohner, wie der Typ. Oh nein. Oh, bitte lass das nicht dem vom Gegenüber sein. Den kriege ich nie wieder los, ey. Oh. Hallo! Hallöchen, Frau Schulz! Na, wie geht's Ihnen heute Abend so? Gut, danke schön. Haben Sie schon schauen Sie den Tatort heute Abend? Bestimmt, oder? Nein, ich schaue keinen Tatort. Ach, dann müssen wir uns den aber gemeinsam anschauen, oder? Ich setz mich schon mal. Holen Sie da ein paar Snacks und sowas? Ein Getränk wäre auch super. Danke! Aber langsam wird es Zeit, ne, Frau Schulz? Der Tatort fängt gleich an und ich meine, die Kissen sind ja nicht so gemütlich. Haben Sie vielleicht ein anderes Sofa, was wir umstellen können? Also, das wäre schon deutlich besser. Ne? Ich möchte auch hier bei der Unterhaltung, ne, gemütlich sitzen. Na klar. Sehr schön. Das sollte ja echt langsam Miete zahlen, so oft wie der hier ist, ey. Wenn es mal zu laut ist, dann muss man ja nicht immer aus der Wohnung, ne? Man kann sich ja auch anders helfen. Wie hier. Oh, schon wieder laut. Ruhe! Keine Ruhe, da muss ich jetzt zu härteren Maßnahmen greifen. Wenn die jetzt nicht aufhören, hole ich einen Hammer. Kennt ihr diese Person, die wirklich alles rumerzählen muss? Wirklich alles? Ja, gibt es auch bei euch in der Nachbarschaft, wie hier. Ja, na klar, also ich möchte auch nicht lästern, ne? Um Gottes Willen. Aber haben Sie eigentlich schon die Frau Meier gesehen? Die hat eine neue Nase, die hat hundertprozentig da einen Schönheitsdoc dran gelassen. Alles klar, das reicht dann auch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, ja? Tschüss. Ach, und Frau Lehnert, ne? Also, ich habe, also hier im Haus geht das Gerücht rum, dass sie die Mülltrennung nicht so ordentlich machen und auch abends ganz schön laut sind. Also, das haben sie nicht von mir, ne? Also, ich habe da gar nichts gehört, aber das wird hier halt im Haus rum erzählt. Ja, danke schön für die Info. Tschüss. Tschüss. Genau, von wem das schon wieder kommt. Auch bei euch gibt es eine örtliche Zentrale für Beschwerden. Hm, bei diesem Typen hier. Ja, schönen guten Tag. Spreche ich dort mit der Polizeizentrale? Ja, Sie kennen meine Nummer. Ja, ja, genau, der Herr David. Ja, also es geht heute um Folgendes. Wir hatten einmal um 11.45 Uhr
hatten wir hier ein bisschen kleines Problem. Also die Nachbarin gegenüber, ne, die Frau Schulz, sie war ziemlich laut. Natürlich ist das ein Problem. Sie sind doch die Polizei, oder? Und sie kümmern sich doch um Probleme der Bevölkerung. Ja, und ich habe ein Problem mit meinen Nachbarn. Hallo? Da rufe ich direkt nochmal an. Ja, hallo, der Herr David nochmal hier. Ja, hallo, Sie legen jetzt nicht auf. Ich habe hier eine Beschwerde einzureichen. Ja, und zwar folgendes. Um 12.02 Uhr hatten wir ein weiteres Problem, und zwar vor dem Haus. Ja, die Mülltonne. Ne? Ja, genau. Ja, die wurde nicht richtig an die Straße gestellt. Und heute war das erste OG rechts dran. Und die haben es nicht gemacht. Ja, ich würde mich auch informieren, wer das nochmal ist, vom Namen her. Also ein Bußgeld wäre da schon angebracht, meiner Meinung nach. Hallo? Warum legen die immer auf? Manchmal hat man auch Glück mit den Nachbarn, wie hier, wenn die Neuen kommen. Okay, alles klar. Ja, wir müssen hier jetzt wirklich einfach mal mit einem guten Eindruck rausgehen aus der Sache. Wir sind hier neu, ich will nicht, dass wir hier irgendwie komisch rüberkommen. Schatz, alles gut. Wir haben doch unser Geschenk mitgebracht für jeden Nachbarn hier. Glaub mir, wir kommen hier super an. Ne? Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Wir sind die neuen Nachbarn und... Wir wohnen gegenüber. Ja, wir haben auch ein tolles Geschenk für Sie mitgebracht. Und naja, wir sind hier neu in der Stadt. Genau. Und wir freuen uns wirklich, in diesem Haus zu sein, ja, oder Schatz? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall auch den ganzen Tag zu Hause. Ja. Und du bist ja auch meistens da. Also wir haben wirklich Zeit, falls Sie uns den Schlüssel geben wollen. Und falls Sie ein Haus hier haben, können wir das auch gerne Gassi führen oder auch drauf aufpassen. Ist überhaupt kein Problem. Das machen wir sehr, sehr gerne. Aber Arbeitslos sind doch die neuen Nachbarn. Wir sind nicht arbeitslos. Nein, also, wir arbeiten wirklich den ganzen Tag, ja. Aber wir helfen sehr gerne. Wir sind die Neuen. So können Sie uns auch nennen. Die Neuen. In jedem Haus gibt es einen Nachbarn, den man noch nie gesehen hat. Hallo, Frau Schmitz. Schon wieder nicht da. Frau Schmitz? Hallo? Ist ein Paket für Sie angekommen. Sind Sie da? Das liegt schon 3 Tage bei mir. Frau Schmitz? Frau Schmitz, Ihre Wäsche im Wäscheraum. Die müsste da jetzt auch mal wieder raus. Wo ist denn die immer? Und zu guter Letzt haben wir eigentlich vielleicht meiner Meinung nach die besten Nachbarn, die einfach nicht so viel reden wollen, sondern einfach nur Hallo sagen. Ihr kennt es. Hallo, ich hab's eilig. Alles klar. Schönes Wetter heute, ne? Schönen Tag noch. Ja, Leute, das waren sie, die 10 Arten vom Nachbarn. Ja. Welche kennt ihr oder welcher seid ihr? Erst welcher seid ihr? Welcher bin ich? Ja, welcher Nachbar bist du denn? Ich glaube, früher war ich immer die, die ihre Wäsche im Wäscheraum hat hängen lassen, aber ich war halt dann trotzdem da. Okay. Und dann bin ich noch näher hier. Hallo. Dach. Das Beste eigentlich am Nachbar sein. Okay, wie sieht's bei dir aus? Wer bist du denn? Ich bin tatsächlich nicht so oft daheim. Also meine Pakete stehen dann auch mal 3-4 Tage irgendwo. Das also du bist die eigentlich, die nie zu Hause ist. Richtig. Du bist die Frau Schmitz heute. Genau, kann man so sagen. Ja. Und sonst, ja, nie. Aber ich kenne diese, die am Fenster stehen. Oh ja. Ja, das habe ich auch ganz oft gehabt, wenn ich mit dem Auto komme. Ja, bei mir ist es tatsächlich auch mit der Wäsche. Da habe ich ein riesiges Problem, weil das Ding ist, ich mache das immer meistens am Wochenende. Ja. Und dann habe ich irgendwie 3-4 Ladungen, ne, die wir dann machen. Ne, und die vergesse ich dann irgendwann im Laufe der Woche. Und dann komme ich Freitag irgendwie nach Hause und denke mir so, oh, jetzt muss ich nochmal die Wäsche von oben holen, weil ich die neue Wäsche. Also das ist definitiv ein Thema. Und ich bin so der Wandklopfer und der Heizungsklopfer. Wenn es zu laut wird, dann klopfe ich immer. Ja, ich mag das nicht, ich weiß nicht wieso. Also vielleicht bin ich auch laut, also zu Hause bin ich eigentlich relativ leise. Aber ich klopfe dann immer so richtig. Ne? Also weißt du schon, dass du auch einfach zu dem Nachbarn hingehen kannst und einfach an die Tür klopfen kannst, dann können sie ein bisschen leiser. Also du wärst so ein Nachbar, wo ich mir denken würde, boah, aber, keine Hobby. Nein, aber ich muss sagen, ich habe wirklich kein Problem, also ich bin ja selbst so ein Nachtmensch, ne? Das heißt, ich habe damit wirklich gar kein Problem, lange auch wach zu bleiben und auch wenn es noch spät laut ist. Es gibt immer nur eine gewisse Grenze, ne? Irgendwann nervt es, aber das passiert sehr, sehr selten, muss ich sagen. Sehr, sehr selten. Dann sei es dir verziehen. Und welchen hast ihr? Welchen Typen von Nachbarn? Ich mag diese Drahtstanden gar nicht, die ganze Zeit irgendwie über jeden... Das hast du aber sehr gut gemacht dafür, ne? Also. Und natürlich die ganze Zeit am Fenster stehen und gucken und gaffen und sich aufregen. Genau. Ja, die am Fenster stehen, mag ich auch nicht. Die sind ein bisschen anstrengend, da fühlt man sich immer beobachtet. Aber was wir jetzt hier gar nicht drin hatten, die sich immer streiten, so im ganzen Haus rumschreien, Das finde ich anstrengend. Ja, das ist auch, stimmt, es gibt immer Nachbarschaftsstreit so wirklich, ne, zwischen zwei Nachbarn oder so. Kenne ich zwar jetzt auch nicht,
die Person, also die, die am Fenster stehen, die mag ich eigentlich. Nicht, weil ich die selber, weil ich das selber bin, sondern ich denke mir dann immer so, ne, also schön, dass es sowas wirklich noch gibt, im Sinne von, du hast keine Hobbys, glaube ich, ne? Aber gut, ich reg mich darüber nicht auf. Natürlich werde ich dann auch mal angesprochen, hey, so dürfen sie nicht parken und so. Ja, das kenne ich. Aber das interessiert mich ehrlich gesagt dann auch nicht. Ich hatte immer richtige Anfälle. Damals in meiner alten Wohnung hatte ich eine. Die kam ans Fenster, wenn ich geparkt habe und hat geguckt. Und dann hat sie mich einmal bei dir aber auch machen, nein, so wie du parkst. Hat mich falsch rumgestellt und dann hat sie gesagt, sie dürfen aber nicht mit dem Auspuff in die Richtung parken, weil das ist nicht gut. Ja, man darf sich ja auch, also es ist nicht, man darf es nicht, aber man macht es nicht. Ja, ne? Ich glaube auch nicht, ob man, ich weiß auch nicht, ob man das sieht. Wie dem auch sei, es gibt verschiedene Arten von Nachbarn. Vielleicht habt ihr euch ja in einem irgendwo wiedererkannt oder vielleicht irgendwo bei euch im Haus. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welchen Nachbarn wir vergessen haben. Ne? Und sonst würde ich sagen, hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren für weitere Videos dieser Art. Und dann, Mädels, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.